das Thomas Bannholzer Quintett. Das ist der Tom Bannholzer, Trompete, Flügelhorn, an der Tasten am Klavier der Philipp Eden, Sopran und Altsax der Andi Meile, Kontrabass Christoph Sprenger und an den Drums der Patrick Manzecki. Bei mir hier kurz vor dem Soundcheck ihr Essen sitzen jetzt der Patrick Manzecki und der Tom Bannholzer. Herzlich willkommen. Salli, guten Abend. Das Tom Bannholzer Quintett in Originalbesetzung eine exklusive Gelegenheit, habe ich mir sagen. Wann hat man euch denn zum letzten Mal in dieser Besetzung live hören? Das war exakt vor 14 Jahren, als die CD aufgenommen wurde ist auf dem Hohentwil in Singen. Heute Abend bären ihr die SM Musikbar und die Hörerinnen und Hörer von Radio Stadtfilter mit Standards vom grossen Pianist Duke Ellington. Ein Klassiker. Erwartet uns ein Abend für Jazz-Puristen? Nicht wirklich. Also einerseits muss man sagen, dass Duke Ellington natürlich seinerzeit ein großer Popstar war. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich ganz klar Kinder unserer Zeit. Das bedeutet, dass wir Duke Ellingtons Stücke vielleicht in einem etwas moderneren Gewand und auch mit mittels spritziger Arrangements zeitgemäß darstellen. Tom, du hast die Standards vom Duke Ellington für das Quintett arrangiert. Wie sehr hat dich der Duke und seine Musik geprägt während ihrer Laufbahn als Jazzmusiker? Ja, ganz entscheidend, weil er in seiner Big Band hat er ja nur wirklich Individualisten beschäftigt, die er aus dem Grund auch ausgesucht hat, dass er ganz verschiedene Stimmungen hervorbringen konnte. Das hat mich immer wahnsinnig fasziniert und hat auch super schöne Sachen geschrieben und auch arrangiert. Aber diese Individualität, das war eigentlich immer das Vorherrschende, was mich immer fasziniert hat. Bläser, Piano, Bass und Drums, eignet sich ein Quintett besonders gut für die Musik von Duke Ellington? Ja, prinzipiell eignet sich natürlich jede Formation für großartige Musik wie die Musik von Duke Ellington. In unserem Fall würde ich sagen, es handelt sich tatsächlich um ein klassisches Quintett. Da könnte man hergehen und einen Bezug herstellen zum berühmten Miles Davis Quintett, was ebenfalls in derselben Formation gespielt hat. Ich denke, das ist auch ein maßgeblicher Einfluss, den man in unseren Arrangements des Duke Ellington Programms heute Abend hören werden kann. Ihr alle mischt schon länger mit in der europäischen Jazzwelt und unterrichtet an verschiedenen Musikschulen. Was hat euch vor mehr als 14 Jahren zum ersten Mal, Tom, du hast es schon erwähnt, an dem Hohentwil-Festival live zusammen auf die Bühne gebracht? Ja, das Hohentwil-Festival, das war ein Effekt von einem Konzert. Das haben wir in der Seekuh, die kennt man vielleicht, in Seekuh Konstanz, dem Jazzclub, haben wir im Quintett gespielt, unser Programm, und da war zufälligerweise auch der Veranstalter vom Hohentwil Festival, vom Coco Entertainment, der Dieter Böst, dem ich immer noch sehr dankbar bin, hat uns sofort arrangiert, das ging engagiert, nicht arrangiert. Das war dann 4-5 Wochen später, hat er noch eine Vorband gesucht für El Javo. Und das hat ihm sehr gut gefallen und dann hat er uns einfach engagiert. Ja. So kam das zustande. Ja. Vor 14 Jahren und jetzt erst in diesem Jahr ist jetzt der Live-Mitschnitt auf einer CD rausgekommen. Wieso hat das so lange gedauert? Ja, ich war lange im Zweifel, ob ich, das ist nur ein persönliches Ding, ob mein Spiel gut genug gewesen wäre. Es spielt aber natürlich auch finanzielle Sachen eine Rolle. Und wie auch auf der Liner Notes auf der CD steht, bin ich Patrick dankbar, weil er so stur war und mich seit 14 Jahren genervt hat. Das ist so gut, Mann, bring das jetzt endlich raus. Immer wieder und jetzt hat er mich endlich so weit gebracht. Gott sei Dank, bin ihm ewig dankbar. Was ist so gut an dieser Live-Aufnahme? Was ist so besonders, dass du dich dermaßen dafür eingesetzt hast, dass sie auf die CD rauskommt, Patrick? Die Spielfreude ist außergewöhnlich, die Spontanität ist außergewöhnlich. Wir als Musiker sind es natürlich gewohnt, regelmäßig CDs einzuspielen. Es gibt natürlich auch diverse andere Live-CDs von uns. Aber selten war ein Kurzkonzert, nämlich die 45 Minuten, die wir einheizen sollten für El Giro, liegen komplett vor auf dieser CD. Einfach so stimmig und so rund, dass ich tatsächlich
dachte, die wenigen Fehler, die da passierten, aus Nervosität selbstverständlich, die fallen nicht ins Gewicht. Die Spielfreude und die Atmosphäre ist einfach geradezu brillant. Und das kann ich von daher für mich behaupten, als dass ich diese CD selbst sehr häufig höre. Patrick Wanzecki, Thomas Bannholzer, vielen Dank für das Gespräch. Wir freuen uns auf ein interessantes Konzert. Danke.